schön, dass ihr wieder da seid und willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute eine Version von O du Fröhliche, bei der die Melodie in C-Dur gespielt wird. Das heißt, der Daumen liegt auf dem C. Diese Variante kann man sehr gut singen. Wer mitspielen möchte, ladet euch die Noten herunter, druckt sie aus und kommt her an die Tasten. Wir beginnen mit der rechten Hand, hier wo der Käfer zur Orientierung ist. Hier liegt das mittlere C auf dem Klavier. Die rechte Hand spielt zuerst den Doppelgriff E und G mit Finger 2 und 4. Dann C und A mit 1 und 5. Dann geht der zweite zum D. Und wir spielen wieder E, G, D, F und wieder D, F, E, G, C, A, E, G. Nochmal diese vier Takte, jetzt mehr mit den Fingerzahlen. 2, 4, 1, 5, der zweite, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 1, 5, 2, 4, 1, 3. Ich spiele weiter in Takt 5 in der zweiten Zeile. Es ist wieder E, G, dann D, G, dann C, A. Jetzt gehe ich drüber mit 1, 4. Der fünfte spielt C, ich spiele D, H, wechsel auf den fünften, spiele C, A, wechsel wieder auf den fünften und spiele A, G. Ich brauche diese Fingerwechsel nicht zu machen, aber es klingt schöner, verbundener. Nochmal die zweite Zeile. Takt 5, 2, 4, 1, 4, 1, 5. Drüber, um zu verbinden. 1, 4, der fünfte, der vierte, der fünfte wechseln, wechseln. Dritte Zeile. Ich spiele H und D mit 1, 3. Jetzt sind alles Terzen. Achtung, jetzt stütze ich mich auf den vierten Finger und gehe mit 1, 3 drüber und spiele 2, 4. 1, 3. Nochmal Takt 9 und 10. Wenn ihr es schafft, stützt euch auf den vierten Finger und schiebt die Hand nach rechts. Die nächsten zwei Takte. E, D, F. Jetzt lasse ich los der vierten Zeile und spiele A, C mit 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 und jetzt E, C mit 1, 5, 2, 4, 1, 3. Ich lasse den Daumen liegen und gehe mit der Hand drüber und spiele D, F mit 2, 4, E, D, C. Nochmal die vierte Zeile. A, C mit 2, 4. Ich gehe drüber. 1, 3. E, C. 1, 3. Ich gehe nochmal drüber. 3, 2, 1. Wenn euch das mit dem Finger liegen lassen und so drüber und runter zu gehen zu schwierig ist, dann lasst es einfach weg. Es klingt auch so schön. Ich spiele jetzt mit der linken Hand von vorne. Der Daumen liegt auf dem C, F, C, 3, 4, C. Weiter in der zweiten Zeile. C, A, A, G. Achtung, jetzt muss ich mit dem Daumen auf das A, sonst kommt
komme ich nicht weiter. Fis, G, E, Fis, D, E. Achtung nochmal, Fis, G, D, E, Fis. Nochmal die zweite Zeile. C. Zweiter Finger, vierter Finger, erster. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 3. Und ich spiele die dritte Zeile. G, Fis, G. Wechsel. G, A, H, C, H, C. H, C, H. In Takt 9 seht ihr eine halbe Note und eine drangebundene Viertel. Ich zeige es euch hier. Die halbe Note und diese Viertel wird angebunden. Das ist ein Haltebogen. Das sind zwei Töne. Es ist zweimal das G. Also, das ist die 1, 2, 3, 4, 1. Und auf 2 spielt man weiter. Also, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und nochmal das Gleiche. 1, 2, wieder 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gut, ich spiele in der letzten Zeile weiter. A, C, A, C, F, A, C, G, A, G. Und Sprung zu C, E. Nochmal die letzte Zeile. 3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 4, 2, 4 und C, E. Springen mit 5, 3. Spielt die rechte und die linke Hand ein paar Mal für euch allein mit jeder Hand. Wenn ihr euch sicher fühlt, spiele ich es euch jetzt einmal in sehr langsamem Tempo. Eine schwierige Stelle ist doch der Takt 9 wegen dem Rhythmus. Also die linke Hand spielt hier auf 2 und die rechte auf und. Wenn ich das klopfe, geht Takt 9 so 1 und 2 und 3 und 4 und. Nochmal 1 und links, rechts 3 und 4. Und unter Takt 10, jetzt bleibt die linke Hand liegen, die rechte spielt 1 und 2 und 3 und 4 und. Takt 9 und 10 am Stück. Wir nehmen beide Hände 1 und links, rechts, beide
rechts. Takt 10, 1 und links, rechts, beide links. Und zusammen hört sich das so an. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und links, rechts. Und dann nochmal genauso. So, das war O du Fröhliche. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe nützt euch ein bisschen. Und ich wünsche euch wie immer Happy Playing und sage bis tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt, damit ich es nicht vergesse, wenn euch der Kanal gefällt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und es wäre schön, ihr abonniert den Kanal hier unten und aktiviert auch das Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Tschüss!